Eigentlich nicht sein. Ach, guck, da haben wir hier gleich auch ein bisschen ein paar Weed-Samen. Das ist ja auch nicht schlecht. Habe ich schon wieder keine Schaufel mehr? Ätzend. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Die Fackeln können wir hier mal hinstellen. Cool. Eigentlich könnte man das echt machen, dass man hier überall Fackeln hinstellt. Weil ich glaube, dann spawnen die Viecher nicht hier in der Nähe. Was natürlich auch nichts bringt, wenn die hier angelaufen kommen aus der Ferne. Quasi vor meinem unwiderstehlichen Geruch angelockt werden. Dann kannst du so viele Fackeln aufstellen, wie du willst. Wenn die einen aus der Entfernung sehen und angelatscht kommen. So. Und noch eine Schaufel bauen. Wie die jetzt schon alle anfangen, draußen Silvesterraketen und Knaller und alles zu zünden. Zünd den Knaller. Ja. Ich finde das irgendwie total unnormal, wie die Leute es überhaupt nicht abwarten können und schon vorher, bevor überhaupt irgendwie was ist, schon Tage vorher eigentlich, anfangen, irgendwelche Silvesterknaller zu zünden und den ganzen Tag eigentlich. Passiert das. Ständig hört man irgendwelche Knallgeräusche und so. Versaut einem das nicht irgendwie so die Vorfreude? Ich meine, das ist doch irgendwie langweilig, wenn man Böller schon vorher alle abballert da. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so zur guten Laune dann beiträgt am Silvesterabend. Aber naja, jedem das seine. Lalala, Holzhacken, Holzhacken. Ich hasse Holzhacken, habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Holzhacken macht irgendwie... Ich meine, gut, wenn die Bäume jetzt so normal gewachsen sind, so wie hier, ne? So einfach nur so ein Stift, den man einfach abhacken kann, dann ist das ja kein Ding, ne? Aber ich hasse es, um es das mal zu konkretisieren, diese größeren Bäume, also die halt total verzweigt sind, die hasse ich abzubauen. Manchmal fackel ich die sogar ab, weil ich einfach keine Lust habe, die zu fällen. Wie so einer hier zum Beispiel. Wenn ich den schon sehe, ne? Da bekomme ich schon echt so Gänsehaut. So. Wird schon wieder dunkel. Ich glaube schon. Ich muss neue Fackeln machen. So. Naja, wenn ich hier erstmal so ein kleines Haus habe, wo man dann sich so quasi so eine Rückzugsmöglichkeit hat. Ach, was mache ich denn hier? Ich wollte gar nicht noch mehr Fackeln machen. Dann kann man auch eigentlich ganz gut... Dann hat man so eine gute Basis irgendwie, wo man dann nicht mehr Probleme hat. So viele, wie wenn man dann noch kein Haus hat. Denke ich mal. Ich mache mir da jetzt so Illusionen einfach mal, dass ich dann, wenn ich das Haus habe, nicht mehr so oft verrecke. Ist das jetzt hier sicher? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt hier weitermachen, ohne dass ich verrecke? Scheiße, den Baum da, den muss ich aber eigentlich doch noch fällen. Ich könnte den mal versuchen, von oben zu fällen. Ich habe da mal so einen Tipp bekommen neulich, dass es viel besser ist, so einen Baum, so einen Riesenbaum von oben zu fällen. Ich glaube, ich versuche das mal. Weil von unten, da kommst du ja dann immer an die Blöcke nicht ran und so. Das ist ja das Nervige. So. Erstmal hier die Krone abschälen. Natürlich immer natürlich erstmal an den bei den
angekommen ist jetzt hier bei dem Holz, es dauert dann auf. Ich weiß nicht, ob der Tipp jetzt so toll war. Dafür muss man dann ja das ganze Blätterdach abknibbeln, bevor man an das Holz kommt. So. Ah, da höre ich schon wieder die Zombies. Krakeelen. So, ja. Also. Ich weiß nicht, heute habe ich irgendwie so einen kleinen Hänger. Da fallen mir irgendwie gar nicht so viele Themen ein. Letztes Mal hatte ich noch die große Schnauze, dass mir nie die Sprache ausgeht und dass ich immer 24 Stunden labern könnte. Aber jetzt gerade will es irgendwie nicht so richtig. Vielleicht, weil mein Hirn schon total abgestumpft ist vom ewigen Cocktailspieße machen. Ich habe nämlich eben stundenlang in der Küche gesessen und Cocktailspieße aufeinander gesteckt. Das war so mega monoton. Da ist irgendwie mein Kopf eingerostet oder so. Ich weiß es nicht. Wow! Irgendwie verirren sich hier trotzdem Zombies hin. Obwohl ich hier so fleißig ausgeleuchtet habe. Ja, ob das jetzt so viel besser war, den von oben abzubauen, ich weiß nicht. Hab ich jetzt alles erwischt? Ich sollte mir mal angewöhnen, mein Schwert in der Leiste unten zu haben. So. Und Schwert zücken und dem Skelett eins überbraten. Jetzt gehen wir mal doch lieber schlafen. Na, großartig. Ein Creeper. Ja, du kommst hier nicht hoch. Hässliches Teil. Du Vieh, du hässliches. So. Essen. Rottenflash in mich reinstopfen. Und schlafen. Schlafen. Na. Und morgen früh, was quasi jetzt ist, fangen wir an mit der Hütte. Schon wieder alles voll, ey. Inventar ist mir irgendwie zu klein. Ich hätte gerne die Möglichkeit, mein Inventar größer zu machen. Wo ist die Hacke? Die Axt, meine ich. So. Ich bin gerade am Überlegen. Wie groß hier, also das, wie groß ich das Areal machen soll, damit ich halt ein bisschen Platz für das Haus habe. Ich werde hier sowieso auf Dauer die ganzen Bäume noch abhacken, weil sonst sieht man ja mein Kunstwerk gar nicht. Wenn das total zwischen den Bäumen verschwindet, ist das ja auch irgendwie doof. Und schon wieder ein Creeper. Jetzt siehst du mich nicht mehr, ne? So. Ich glaube, langsam habe ich es raus, wie man Creeper tötet. Das Fundament machen wir, glaube ich. Ja, aus was machen wir das? Machen wir einen Brickboden oder. Ich glaube, wir machen lieber einen Holzboden, oder? Holzboden ist immer am schönsten eigentlich. So ein schönes Laminat, so ein edles quasi. Steak. Scharf. Und ja, wollen wir mal anfangen, ne?
Schön das ganze Holz einsammeln, dann brauchen wir später nämlich keins mehr extra hacken gehen. Und dann wollen wir mal anfangen mit Buddeln, ne? Aber wie mache ich das jetzt? Fange ich jetzt hier an, oder? Gute Frage. Ich fange mal hier an. Ich weiß gar nicht, ich denke mir immer gar nicht so mehr Maße aus für das Haus. Und dann hinterher merke ich dann, dass es total unsymmetrisch ist. Aber ich habe irgendwie überhaupt keine Lust, das zu zählen. So. Wollen wir das quadratisch, also viereckig machen? Oder wollen wir das so ein bisschen verwinkelt machen? Ich glaube, ich bin eher für verwinkelt. Dann sieht das nicht so langweilig aus. Zack, 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 zack. Und so.